Hallo liebe Zuschauer, willkommen bei Dialog. Mein Name ist Larissa Zitzina. Diese Sendung können Sie sich jeden Monat ansehen. Die Gäste des Dialogs sind Musiker, Künstler, Wissenschaftler. Heute ist unser Gast eine bekannte Musikerin, Olga Dobowskaja. Olga, ich begrüße Sie herzlich auf unserer Sendung. Ich freue mich, dass Sie hier bei uns sind. Vielen Dank, Larissa. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Heute beginnen wir unsere Sendung mit der Musik. Olga wird für uns zwei Werke aufführen. Das erste Werk Venus-Romanze von Simon Rak-Michailowski und das zweite Werk, die Musik zum Film Dr. Zhivago nach dem gleichnamigen berühmten Roman von Boris Pasternak Dr. Zhivago, der Komponist Maurice Jarre. Thank you.
Olga, sagen Sie bitte, warum haben Sie gerade diese Werke für unsere Sendung gewählt? Ja, Larissa, interessante Frage, ehrlicherweise. Ich habe spontan die Werke gewählt, so was ich so reingefüllt habe, würde ich gerne spielen. Und zu anderem auch, weil die Domre wird ja öfter mit Klavier oder mit Bayan Akkordeon zusammengespielt. Und ich musste schon überlegen, was klingt denn so gut solo ohne Klavier. Das war so zweiter Punkt. Aber doch, als ich gestern abends mich noch mal so also gespielt habe, auf die Sendung vorbereitet habe, da fiel mir ein, dass die beiden Stücke, na, eigentlich handelte sich um die Liebe, auch vor allem Venus-Romanze. Ja, Venus ist ja bekannter Planet und Stern, der Symbol ist für die Liebe, für die Schönheit, für Fruchtbarkeit, für Genießen des Lebens. Und ausgerechnet dieser Morgen früh, wo wir jetzt gerade mit Ihnen Sendung aufnehmen, ist der Neumond in Zeichen Stier. Und wer sich ein bisschen so auch mit Planeten, mit Astrologie beschäftigt, der weiß, dass Stier ist Zeichen unter Regenz von Venus. Also eigentlich sind wir jetzt auch in der Natur, in der Periode, in der Zeit, wo alles fängt zu sprießen, zu leben. Und diese Liebe zum Leben zeigt sich nämlich in der Natur durch dieses Wachsen, durch Gedeihen. Das ist die Stierzeit in Natur. Und ausgerechnet heute habe ich diese Venus-Romanze gespielt. Finde ich ganz toll. Und ich freue mich auch, dass Sie Musik zum Film Dr. Zhivago gespielt haben, weil ich liebe sehr diesen bekannten Film und Roman Dr. Zhivago habe ich mehrmals gelesen, weil es auch ein berühmter Roman ist. Und also das ist sehr schön. Olga, glauben Sie daran, dass die Musik alle Menschen vereinigt, dass für Musik keine Grenzen gibt und dass die Musik für viele Leute eine verständliche Sprache ist? Glauben Sie daran? Ja, Larissa, das haben Sie sehr gut angesprochen. Das glaube ich ganz fest daran. Und ich glaube nicht nur ich, tatsächlich viele Menschen. Man hört das ja immer wieder. Musik, Musik, das ist die Sprache ohne Worte. Was ist angenehm, eine Bestätigung. Ja, richtig. Und ich kann auch sagen, wieso ich das tatsächlich auch so empfinde. Weil, schauen Sie, womit wir eigentlich Musik aufnehmen. Na klar, wir hören die Musik uns an. Aber das ist ja nur so ein Werkzeug, wodurch die Musik wohin gelingt? Ins Herz, in die Seele. Und das eigentlich das Hauptpunkt oder Ort, wo sie Musik ihre Wirkung entfaltet, nämlich sie aktiviert unser Herz, unsere Herzenergie, unser Hauptlebenszentrum eigentlich, was uns Menschen ausmacht. Emotional. Genau. Und in diesem Zentrum, da gibt es ja keine Sprache. Wenn wir einen anderen Mensch lieben, wir spüren ja Gefühle und genau die Musik regt ja dieses Zentrum an. Und wenn wir über dieses Empfinden der Musik halt ja, uns äußern, das heißt die Musik spielen, ja, dann können wir tatsächlich die Musik, unsere Emotionen richtig gut vermitteln. Und da braucht man keine Übersetzer oder keine Erklärung dafür. Genau, deswegen finde ich auch ganz toll. Und für mich auch erkläre ich immer wieder mehr, wieso bleibe ich immer noch bei Musik? Wieso? Weil viele gibt es ja Beispiele, wo die Menschen haben Musik studiert. Na, es gibt auch andere, aber es gibt auch die, die Musik gelernt haben und dann doch was anders beruflich machen. Ja. Und für mich ist Musik geblieben und bleibt. Also nicht nur, einige Sachen habe ich noch dazu jetzt genommen und für mich entdeckt, die ich auch liebe und mache. Aber Musik wird immer bleiben, weil diese Herzqualität, merke ich, sich zu vermitteln, eigene Gefühle. Ich empfinde mich ehrlich gesagt mit der Zeit immer mehr und mehr als ja, so Botschafterin der Liebe. Vielleicht klingt so groß und so, aber so finde ich das. Weil ich möchte sehr gerne die Menschen im Herzen berühren. Weil
Das sehe ich immer mehr so im Alltag, diese Qualität, wo die Menschen wirklich im Herz, sie dürfen immer mehr berührt werden, weil das, was ein bisschen verkümmert und leidet, das Herz wird so sehr stark vom, von oben überlappt, ne, vom Gehirn, vom Denken, von sich zurecht in der Welt finden, Job, Karriere, das sicherstellen, überleben, bloß nicht ohne Haus oder was weiß ich bleiben. Und das ist alles, was überlappt eigentlich den wichtigsten Motor oder wichtigste Lebensenergie in uns, nämlich Herzenergie. Und die Menschen, die hier verkümmern, die am Ende, egal wie sie schaffen, dann Autos und Häuser und alles im Leben zu haben, wenn sie hier verkümmert sind, oder können das nicht leben, können das nicht öffnen, sie können über Gefühle nicht sprechen. Das gibt so viel und oft heutzutage. Menschen können schwer über Gefühle sprechen, sich offenbaren, sich mal verletzlich zu zeigen. Das ist schade. Und die Menschen werden tatsächlich nicht glücklich. Geld, Autos und Häuser, das macht am Ende hier nicht glücklich. Ja, ich verstehe also Ihre... Also ihr Bestreben, ihr Message, also den Menschen mehr Liebe zu schenken, ja, mit ihrer Musik. Eindeutig, ja. Eindeutig. Aber man kann sagen, das Leben ist sehr kompliziert und nicht nur jetzt in unserer Zeit, wie man sagt, sondern es war immer kompliziert, so denke ich, und sehr spannend und die Geschwindigkeiten sind sehr groß und darum sind unsere Kräfte manchmal sehr oft erschöpft und unsere Energie auch. Und ich habe Ihnen erzählt von dieser weltberühmten, es gibt eine weltberühmte Komponistin, die nicht weit von Hamburg wohnt, in einer kleinen Stadt in Appen. Dort in dieser kleinen Stadt sind nur zwei Straßen und in der Nacht geht sie spazieren durch die Wälder, nicht weit vom Haus. Sie hat keine Angst. Und warum macht sie das? Sie will Natur sehen. Sie als Komponistin braucht sie Stille, braucht sie Emotionen. Und Gubaidulina, sie ist tief, Sofia Gubaidulina, religiös, sie sagt, dass unser Planet überbelastet ist, überbelastet. Das bedeutet zu viel Katastrophen, zu viel Kriege, zu viel unglückliche Ereignisse. Was kann man, wie meinen Sie, was kann man machen, um eigene Energie wiederherzustellen? Vielleicht sind Ihre Kräfte nur an einem Moment zu Ende, ja? Und was machen Sie, um sich selbst etwas zu reparieren? Woher nehmen Sie, auf welche Weise kann man die Energie wiederherstellen, weil sie sind so vielfältig. Sie können nicht nur wunderbar Mandoline und Domra spielen, sondern sie unterrichten Yoga, sie malen, sie machen viele schöne Dinge. Was machen Sie in diesem Fall? Ja, eigentlich, Larissa, haben Sie auch schon meine Frage in vielem genau richtig beantwortet. Nein, ich habe nur etwas. Ja, genau. Sie haben richtige Dinge genannt, zum Beispiel das Interessante mit Sofia Gubaidulina. Ich musste tatsächlich so innerlich lachen, weil das ist auch eine meiner Lieblingsbeschäftigungen sind. Ich gehe nachts durch einen tiefstockdunklen Wald und muss ich sagen, inzwischen, ich hatte auch damit angefangen, weil
Grundsätzlich liebe ich Spaziergänge im Wald, in Natur, kann ich Stunden da verbringen. Aber in der Nacht ist so eine Sache, also richtig stockdunkler Wald. Ne? Das, ich glaube, muss jemand ausprobieren, wer das nicht kennt. Da immer ist hinten so ein bisschen so ein Gefühl, wo man sich umdrehen möchte. Das hatte ich auch. Aber seitdem ich das 2, 3, 5 Mal immer wieder gemacht habe, immer dunkler, dunkler und noch tiefer in die Nacht, es gab einen Tag, wo ich mich so wohlgefühlt habe, wo das Ganze dieses war völlig abgefallen. Und Sie können sich nicht vorstellen, wie wohl. Ich weiß nicht, wo ich könnte noch sagen, noch wo wohler. Und zu Hause fühle ich mich als nachts allein im Wald. Und seitdem habe ich schon 2 Mal in der Nacht im Wald völlig durchübernachtet. Allein im Wald. Und das ist so ein Erlebnis. Das ist das zum Beispiel das eine. Viel Natur für mich. Und ich finde es nicht nur für mich, für jeden Mensch, der möchte immer mehr an sein Herzzentrum reinfinden. Ja, wirklich sich mit sich selbst verbinden. Natur ist es einer der allerwichtigsten Orte. Malen, Musik, das muss jeder natürlich für sich finden. Aber für mich ist es auch Momente, wo die Zeit, wenn ich male, anfange. Die Kinder dürfen natürlich nicht zu Hause sein. Ich muss total Ruhe haben. Die wissen, dass da ich heute nichts habe. Telefon geht aus auf jeden Fall. Und dann verliere ich tatsächlich auch die Zeit. Das ist auch dieser Flow, aber wo man Sie beginnt. Haben Sie gelernt zu malen? Oder sind Sie so selbst das? Das wissen Sie auch, hat mir meine Seele, auch mein Herzzentrum mir das irgendwann so deutlich vermittelt. Wo ich so eine Vision hatte, in so einem entspannungstiefen Moment, wo ich auf einmal ein Bild von mir hatte, wo eine Wand auf eine Leinwand, Hand auf eine Leinwand mit Farben malt. Und ich musste auf einmal so viel in mir die Tränen und ich habe innerlich geschrien, ja, das will ich machen. Es kam einfach 2019 irgendwann in so einem Moment, entspanntem Tag, wo ich diese Vision hatte und ich habe gemerkt, ja, das stimmt. Eigentlich hast du noch nie gemalt, nur als Kind mit Filzstiften. Farbe wurde mir in die Finger nicht gegeben, weil es macht zu viel Dreck. Weil jetzt malen Sie Aquarellen. Und dann habe ich genau gesagt, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Und dann kam so ein Zufall, wo ich eine Künstlerin kennenlernen dürfte, spontan auf der Straße, zufällig. Sie sagte, ja, ich unterrichte, also ich gebe Kurse für intuitives Malen. Und da war ich bei das ihr zum ersten ohne ihn Mal, voraus zu lernen. Ohne Techniken zu vermitteln, ohne, wir haben meditiert, wir haben uns mit Leinwand so verbunden, verbindet und wir waren viel am Meer spazieren gehen, nochmal meditiert. Das bedeutet Yoga und dann Malen. Mit Farben gespielt, so das waren meine erste Erfahrungen und einzige und seitdem male ich einfach so für mich. Und was entsteht, halt sogar dürfte ich ein paar Mal schon ausstellen und es kam gut auch Resonanz. Ja, sonst auf meiner Webseite kann man auch die Bilder anschauen, wenn das interessiert. Genau, und Yoga kam tatsächlich auch mit der Zeit dazu. Als ich mit meinem zweiten Kind schwanger war, da habe ich das für mich tatsächlich ausprobiert und ich war begeistert von dem, wie das mein Körper und auch nicht nur Körper, auch mein ganzes Sein ansprach, wo ich das... Also es war einfach so harmonisch und für das Ganze so klang so wie ein großes Ja. Und dann habe ich es immer weiter gemacht, immer weiter, immer regelmäßiger, bis ich irgendwann entschieden habe, das jüngste zu Kind lernen, zu unterrichten. Bei Ihnen ist ein Junge, ja, und jetzt ist er 9 Jahre alt. Hat er gern zu malen? Mein Sohn nicht so, muss ich sagen, obwohl, wenn er mich am Malen sieht, im ersten Moment ist er, ja, Mama, ich will auch, ich möchte auch. Er fängt an und dann seine Zeitspanne ist ganz gut, dann ist er fertig. Aber meine Tochter, unsere Tochter, sie ist schon 12 und sie macht es sehr gerne mit. Ich habe schon mal im Gymnasium, wo sie ist, so einen Sommer kleinen über 3 Tage Kurs auch angeboten. Und da hat sie mitgemacht mit den Kindern und ja, sie malt also gerne, aber halt nicht so regelmäßig oder so spontan mal. Ne? Und musiziert sie auch ein wenig? Sie spielt oder? Auch Klavier. Spielt auch, ne? Yeah. Bei solcher Mama, denke ich. Ja, das ist alles zu der Frage, was mich tatsächlich auch mit Energie auflädt. Ne? Das ist alles, was einen zu sich zurückführt, wo man mehr mit sich selbst beschäftigt. Und das ist auch so mein Anliegen, dieses Menschen durch Musik, durch Yoga, die ich jetzt unterrichte,
durch Malen, vielleicht durch Kontakt mit meinen Bildern, wenn Menschen anschauen, das sind wirklich sehr hochenergetische Bilder, muss man schauen, man muss sie auch live ansehen. Denn ich, bevor ich male zum Beispiel, für mich, es geht nicht so auspacken und gleich hinsetzen. Ich brauche Zeit, ich meditiere davor, ich räuchere für mich mein Räucherwerk. Ich mache mir eine schöne Musik an und das ist ein Prozess, bis ich in den Zustand komme, wo das hier wieder, was ich sage, dieses Denken, Denken, Machen, Überlegen, völlig weg ist und wo ich nur spüre, dass ich jetzt einfach frei bin und in mir ist ganz still von jeglichen Gehirnfunktionen. Dann fange ich an zu malen und zwar wirklich auch ganz intuitiv. Ich segne auch davor meine Bilder, Leinwände, das mögen sie ja, für Betrachter oder für die Menschen, die sie später haben, wirklich deren tiefste Emotionen und Seele berühren und sie ansprechen. Und diese Energie mögen sie immer ausstrahlen. Und das tun sie, finde ich. Also was die Seele anbetrifft, so kann man das bei Ihnen vielleicht lernen. Ja, sie, ich denke, wenn, also erzählen Sie bitte besser selbst. Also ich denke, Sie sind religiös, ja? Oder religiös? Oh, das ist eine schwere Frage, wenn wir jetzt weil da uns wir hin so vertiefen. Viel, weil wir so, nein, das will ich, jetzt haben wir nicht so viel Zeit. Oh, es ist überhaupt so wenig Zeit geblieben. Nun wollte ich fragen, nun zum Beispiel mit der Seele. Natürlich, wenn der Mensch ist es mit der Liebe, ja, in erster Linie verbunden, ja? Und wie kann man das erklären? Dass, kann man lernen, also andere Leute nicht zu hassen, sondern zu lieben? Nein, es sind zwei Polus-Gefühle, die ich genannt habe. Aber es gibt so viel Hass in der Welt, ja? Und jetzt auch, ja? Und diese schrecklichen Kriege und Attentate. Und da haben Sie gelesen, in Russland werden atomare Übungen geplant, ja? Der atomaren Waffen. Es ist eine beunruhigende Nachricht. Wie kann man ja ruhig bleiben? Ja? Und was für die Seele gibt es bei diesen Leuten? Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Ja. Wie sehen Sie das? Ja, wissen Sie, ich sehe das so, dass hier auf der Erde, es ist ein großer Spielplatz für uns Menschen, die hier kommen, für uns, für die Seelen, würde ich eigentlich sagen, in erster Linie, weil Menschen sind wir jetzt hier, ja, aber die Seele ist es ja das, was wirklich ewig da ist und lebt. Also mindestens ist es meine Weltauffassung. Und wir dürfen hier, Erde ist ja ein eigentlich perfekter Platz dafür, um uns, also um hier zu wachsen, uns hier auszuprobieren, zu wachsen, zu lernen. Und lernen bekanntlich tut man ja wirklich durch eigene Erfahrungen. Sie wissen ja, egal wie viel man sagt dem Kind, geh nicht dahin, mach das nicht, klettere nicht hoch. Es wird das machen, es ist auch dafür berufen, das zu machen, es möchte es machen und es wird auch fallen und soll auch fallen, weil nur durch eigene Erfahrung wird das lernen. Das ist Aua und das nächstes Mal ist so. Und um das abzukürzen, da sehe ich auch so eine Welt. Wir müssen uns nicht davor schrecken oder irgendwie uns so verknallen, oh, da gibt es Krieg und ich hasse das oder ich hasse den Krieg. Sehen Sie, dann sind Sie selbst schon im Hass. Ich will nur sagen, das ist eine polare Welt. Es gibt Liebe und Hass. Heute ist heiß, morgen ist kalt. Es ist alles dual und polar. Und unsere Aufgabe ist, für Menschen mit Herz, die diese Herzenergien sich aktivieren, und das darf man wirklich üben und dem Zeit nehmen und schenken, durch diese verschiedenen Beschäftigungen, durch Musik, durch Meditation, wo man einfach immer mehr reinspürt. Wenn wir diese Energie aktivieren, sind wir auch imstande, glauben Sie mir, immer mehr unser Blick dahin zu lenken, wo die Liebe ist. Und ein wichtigstes Gesetz ist im Universum,
das, wofür du Energie, also Aufmerksamkeit ist Energie. Wenn ich meine Aufmerksamkeit dahin lenke, so wie eine Blume, es gibt ja Experimente, wenn ich eine Blume immer ansehe, immer beachte, selbst wenn ich mit ihr nicht spreche oder nicht liebe oder nicht küsse, ich beachte sie nur, sie wird wachsen und gedeihen. Das gab es, ich glaube, auch mit Tieren, mit Experimente auch. Und das, was du einfach ignorierst, vorbeigehst, wird sterben, wird kleiner, wird schwacher. Ich gehe nicht auf Demonstrationen, die gegen irgendwas sind. Ich gehe lieber und mache, schau, was kann ich machen für was anderes. Ja. Da lenke ich meine Energie. Deswegen male ich tolle Bilder. Ich spiele Musik. Ich mache Yoga. Ich schaue, dass es mir gut geht, dass ich mich ausbalanciere. Und wenn mir schlecht geht, versuche ich wieder mich alleine hinzusetzen und nach innen zu schauen und spüren, was ist da in mir passiert, wieso. Und wenn ich das nicht verarbeiten kann, dann gehe ich in den Wald, umarme die Bäume. Viele Menschen sehen mich bei dieser Beschäftigung und lachen oder andere machen, denken so. Aber müssen sie selbst erstmal ausprobieren. Leider ist die Zeit schon, dass sie auf die Uhr schauen. Olga, ich danke Ihnen für ein interessantes Gespräch und ich wünsche uns allen in Frieden und Liebe weiterleben. Liebe Zuschauer, heute war zu Gast bei TIDE eine bekannte Musikerin Olga Dubovskaya. Mit euch war Larissa Cicina. Ich danke euch für das Interesse. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.